Ja, ich habe sehr lange kein Abonnenten-Special mehr gemacht. Ich glaube, ich habe bisher zwei Stück gemacht oder so. Warum auf 500 Abonnenten warten? 477 Abonnenten sind mindestens genauso gut, weil die 477 sind jetzt da und was jetzt da ist, ist immer das Beste. Was jetzt ist, ist immer das, was am besten gerade da sein kann. Im Jetzt kann nie etwas Besseres da sein, als gerade ist. Deswegen ist es schon das Beste. Aber das wäre ein anderes Thema. Ich will mich auf jeden Fall nochmal sehr stark bedanken bei den ganzen Leuten, die auch neu dazugekommen sind. Auf jeden Fall, es sind mittlerweile so viele tolle Menschen, habe ich gesehen, auch wenn ich allein auf die YouTube oder Google Plus Profile schaue. Es haben sich so viele tolle Menschen auf diesem Kanal angesammelt, sage ich mal, und auch bei Facebook. Und es ist mittlerweile so viel, dass ich das überhaupt nicht mehr fassen kann. Weil ich gucke mir wirklich jeden Einzelnen an und versuche dann diese Person in ihrer kompletten Schönheit, sage ich mal, anzuschauen auf geistiger Ebene. Und mittlerweile sind es halt so viel, dass ich das nicht bei jeder einzelnen Person in ihrer Gänze mehr schaffe, leider. Was mir eigentlich sehr viel Spaß macht. Und ich krieg auch so viel positive Energie von so vielen Leuten geschickt, das ist echt Wahnsinn. Und das möchte ich auf jeden Fall hiermit auch ein bisschen zurückgeben. Das will einfach raus, dieses Licht und diese Liebe, sage ich mal. Und wer, wem das zu intim ist, umarmt zu werden, der sollte jetzt am besten abschalten. Und ich möchte auf jeden Fall mich bei euch allen bedanken und euch auf jeden Fall einen Drücker zurückgeben. Mal gucken, ob das so klappt. Yeah! Das klappt nicht ganz so gut. Ich habe kein 16 zu 9 mehr. Meine Kamera kann kein 16 zu 9 mehr aufnehmen. Deswegen habe ich jetzt hier die Hände nicht. Das ist nicht breit genug. Naja, egal. Der Gedanke zählt ja. Mehr habe ich mit diesem Video auch gar nicht vor, mit dem Abonnenten-Special. Ach, außer eine Sache, falls das doch mal irgendwann irgendwie auf 1000 zuläuft oder so, werde ich auf jeden Fall eine Facebook-Seite machen, weil ich will auf jeden Fall mit diesem Kanal auch eine Plattform erstellen für, ja, einfach für diese Themen, die hier besprochen werden. Das hat meiner Meinung nach oder meiner Sicht nach, was ich halt so sehe, noch eine ziemlich kleine, sehr, 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 sehr kleine, bis gar keine Lobby und sehr wenig Plattform insgesamt. Zumindest auch in dieser speziellen Richtung noch, die meine Videos vielleicht haben. Und beziehungsweise ich bin halt auch offen für etliche andere Themen und da kann man sich dann halt viel besser austauschen, wenn halt so eine Facebook-Seite vielleicht herrscht, als in YouTube-Kommentaren vielleicht. Aber es hat wirklich sehr, sehr viel Austausch schon gegeben und auf Facebook genauso stark wie auf dieser Seite. Und es hat mir schon extrem weitergeholfen. Es hat andere, habe ich zu lesen bekommen, schon sehr geholfen. Und damit ist dann eigentlich schon alles erreicht und es kann im Prinzip nur besser werden insgesamt. Es kann immer nur besser werden. Es geht gar nicht anders. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment bei gewissen Dingen nicht so scheint. Ja.